Oh, so cutie. Look at your boobs. Boobie. Boob, boob, boob. Boob, boob, boob. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge eines Horrorgames. Jeder von euch kennt ja SpongeBob und seinen Freund Patrick. Heute sind wir nämlich bei Patrick zu Hause. Wir sollen sein Haus aufräumen. Da ist aber irgendetwas Eigenartiges. Er möchte uns aber nicht sagen, um was es sich handelt. Wir schauen mal, was in seinem kleinen Häuschen da vor sich geht. Are So. you ready, kids? Are you ready, kids? Yes, we are ready. I can't hear you. Ich kann euch nicht hören. Seid ihr bereit, Kinder? Herrlich. Das ist eigentlich ein Horror-Game jetzt, gell? Talk to Patrick. Hier ist der süße kleine Patrick. Ich bin total hin und weg gerade, muss ich ehrlich gestehen. Oh, es läuft sich etwas schwer. Storage Room. Jo. Wir gehen mal zum Patrick. Hallo, Patrick. Hello, my darling. Oh, so cutie. Look at your boobs. Boobie. Boop, boop, boop. Boop, boop, boop. Sorry. Hi. Und jetzt? Hi. Can you clean the house? Kannst du das Haus sauber machen? Okay. Let's start with the living room. Starten wir mit dem Wohnzimmer. Let's add the cardboard to the storage room. Let's add the cardboard to the storage room. Wir sollen das Brett zum Storage Room bringen. Nicht hier, die Kisten. Die Kisten. Und wie mache ich das? Ah, mit E. Hier, into the storage room. In das Lager. Ups. Hier ist ja Chaos. Was hast du denn da alles drin, mein Patrick? Und warum hast du... Patrick? Hallo? Alles okay mit dir? Der beobachtet mich. Guck mal, nimm seinen Kopf. Dreht sich mit. Um 360 Grad. Entschuldigung. Patrick? Is that you? Bist du das, mein Süßer? Oh, oh, oh. So, wir machen mal weiter, bevor wir Ärger mit Patrick bekommen. Top, 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 top. Number two. Zumindest legt sie es schön hin. Patrick? Ich habe noch einige Kisten vor. Oh, das sind aber viele Kisten. Muss ich sagen, zulege. Top. Was ist denn das für ein komisches Teil? Patrick, was hast denn du da alles drin? Das hättest du auch ein bisschen besser sortieren können. Warum beobachtest du mich so, junger Mann? Mein Schnuggeli. Mein Hübscher. Da, da, da. Was steht denn auf den Kisten drauf? Gleich mal gucken. Patrick, langsam machst du mir Angst. Langsam machst du mir Angst. So, was steht denn da? Master. Deogon. Nichts interessantes. Ah! Patrick! Ich war noch nicht fertig. Erschreck mich doch nicht so. Patrick? Patrick? Was machst du mit? Did you finish cleaning? Ob ich fertig sei mit dem Aufräumen? No, but there are three cardboards left. Nein, aber es sind noch drei Kartons. Keep cleaning up, they'll be watching. Well, keep cleaning up. Ich soll weitermachen und in der Zeit guckt der Fernseher. Okay, if I end, I will tell you. Wenn ich fertig bin, sage ich dir Bescheid. Okay. Oh, er ist gegangen. Habt ihr das gesehen? Ups. Ich jetzt beginne. Ja, ich kann springen. Oh, ich hab gedacht, du guckst Fernsehen. Du hast gesagt, du guckst Fernsehen. Da ist ein Guestroom. Du hast gesagt, du guckst Fernsehen. Beobachte mich nicht. Ich geh gleich in dein Guestroom. Oder das ist Bathroom. Wo ist denn hier die Ausgangstür? Wo ist die Ausgangstür? Da ist keine Ausgangstür. Hier, Kitchen nicht. Das ist Kitchen. Küche, Gästezimmer, Lager, Badezimmer. Und hier sehe ich nicht den Ausgang. Gar nichts da. Nothing here. Nothing to get out of here. Vorsichtig sachte umdrehen. Ich traue dem kleinen Patrick gerade gar nicht so. Und die Musik dazu. So, fertig. Talk to... Did you finish cleaning? Ob ich fertig sei? Ja. Wait here, I will come again. Wait here, I will come again. Ich soll hier warten, er kommt gleich wieder. Okay, are there... Was are there is a task in the house? Okay, are there... Are there is a task in the house? Eine Aufgabe im Haus. No. And stop talking and wait here? Nein.
Warte hier und hör auf zu reden. Okay. Halt Telefon, er ist im Bathroom. Hey, Mr. Krabs. Hey, Patrick. Did you give me the telephone? This. I brought it. Great. I brought the money, you know. Come tomorrow and for... Bye-bye, Patrick. Bye-bye, Mr. Krabs. Dann ist mit Mr. Krabs geredet. Und was macht jetzt? Go to your room and sleep. Go to your room and sleep. Oh, geht das in einem anderen Ton, Patrick? Ich soll ins Zimmer gehen und schlafen. Go to guest room and sleep. Dann lass mich doch durch, Patrick. Patrick, let me go to the room. Oh, der ist so dicke. Ich komme da an dem nicht vorbei. Ich komme nicht an ihm vorbei. Patrick! Ich komme nicht an ihm vorbei. Ich soll ins Bett schlafen gehen. Wie soll ich das machen, wenn der nicht an mir vorbei... Wenn er mich nicht vorbeilässt? Ich kann auch nicht... Patrick! Deine Boobs sind ja süß, aber die sind im Weg. Ich komme nicht an ihm vorbei, an dem kleinen Stinger da. Patrick, move your ass. Beweg deinen süßen Hintern da weg. Ich komme nicht durch. Ich kann nichts machen. So, ich habe jetzt tatsächlich sein kleines, süßes, schnuckiges Häuschen jetzt zum dritten Mal sauber machen müssen, weil der kleine Stinkerle hier mich nicht hat vorbeigehen lassen. Ich bin partout nicht an ihm vorbeigekommen. An seinem wunderschönen Brüsten. So, wo gehe ich jetzt schlafen? Bedroom. Was ist hier? Ich muss mal reinspiegeln. Die geht nicht auf. Okay. Die geht nicht auf. Tür zu. Wir gehen schlafen. Oh, süße, schöne Kissen. Oh, 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 oh. Was ist mit SpongeBob passiert? Help me. Talk to Patrick. Rede mit Patrick. Patrick, hast du was damit zu tun? Go talk to SpongeBob in Forward Europe. Geh und rede. Mit wem soll ich jetzt reden? Mit Patrick oder mit SpongeBob? Ist SpongeBob hier drin? Patrick! What are you doing here? Was machst du hier? Nichts. Not under here. Geh hier nicht rein. Okay. Go play in the kitchen. Geh und räum die Küche auf. Boah, Patrick, was hast du mit SpongeBob gemacht? Kitchen war doch gerade da. Ah, hier. Übersehen komplett. Ach du meine Güte, junger Mann, was machst du für Chaos? Mülleimer, wo ist ein Mülleimer? Was ist das, der Mülleimer? Hä? Wo soll ich das hinbringen? Patrick! Go clean the kitchen. I can't clean the kitchen. Ich weiß nicht, wo ich das hinschmeißen soll. Ich habe hier eine Taschenlampe. Die bringt mir aber herzlichst wenig gerade, weil ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Zeug machen soll. Das lässt sich nicht wegschmeißen. Ach, da rein. Oh. Na? Der will nicht. Jetzt. Ein bisschen buggy das Game. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen mehr. Der geht nicht. Patrick, was hast du mit dem Game gemacht? Ich wollte doch nur dein Häusle aufräumen und ein bisschen spielen, mehr nicht. Da komme ich auch nicht dran. Soll ich die jetzt alle aufheben?
Brot kann ich nicht aufheben. Jetzt kann ich das Ding. Vorhin ging es nicht. Oh, das gibt eine längere Aktion. Wie komme ich an dich ran? Jetzt. Boah, da ist er wieder. Patrick, erschreck mich nicht so. I just want out to clean the kitchen. I just want out to clean the kitchen. Ich denke mal, er will wissen, wie es aussieht in der Küche, wie sauber sie ist und ein bisschen sauber macht. Okay. Okay, okay, Patrick. Aber ich mag's nicht, dass der mich so beobachtet. Und was hat es mit SpongeBob zu tun? Ah, da ist noch ein Schwamm. Da sind noch mehrere. Kann man die auch aufheben? Beobachte mich nicht so. Ich mag das nicht. Patrick, go away. Der mag nicht. Der mag auch nicht. Also wenn es so weitergeht, brauche ich noch 5 Stunden, um die Küche hier aufzuräumen. Geht nicht. Oh, dem sein Blick. Der verfolgt mich ganz genau. Seht ihr das? Patrick, Patrick. Da habe ich noch einen. Geht der? Ich krieg die Dinger nicht aufgehoben. Das ist noch der größte Horror, wenn du den Chaos nicht beseitigen kannst. Das geht nicht. Help, Patrick, help me. I don't know how to do that. Was hast du gemacht? Hast du dir festgeklebt? Dann reden tust du auch nicht mehr mit mir. Du guckst mir nur zu. Jetzt. Das ist, glaube ich, reine Glückssache, dass man die Dinge mal aufheben kann. Patrick, was machst du mit mir? Wieso schlägst du mich? Are you afraid of me? Hast du vor mir Angst? Was sollte das jetzt? Ach du heilige Scheiße. Ich mal kurz umgucke, bevor ich irgendwas probier. No, I'm not afraid of you. Nein, ich habe keine Angst vor dir. What are you doing here? Was machst du hier? Ich habe sein Haus gerade sauber gemacht. Wie lange bist du schon hier? 7 Tage. Komm, Mr. Krabs. This is the boy. Das ist der Junge. What? This is the guy. Das ist das Mädchen. For half the price. Er nimmt sie für einen anderen Preis. This is really funny. Das ist wirklich lustig. No, we'll take the full price. Nein, ich nehme den vollen Preis. Nein. Take it for half the price. Nur zur Hälfte des Preises. Okay. Mr. Krabs. Was geht hier ab? Wer schlägt jetzt wen? Oh! Der hat ihn erschossen! Der hat ihn einfach so erschossen! Welche Drogen hat denn der genommen? You must sleep because you are next tomorrow. You, hey you! Good luck tomorrow! Du bist schlafen, du bist dran, du bist morgen dran. Viel Glück morgen. So. Okay, wir schlafen. You, hey, you. You, du, du, du. Kann ich mit dir reden? Da ist ein Schlüssel. Tomorrow at night, Patrick will be asleep and we will run away from him. Morgen wird Patrick schlafen und wir können dann hier wegrennen. Sleep now. Schlaf jetzt. Woher hat er den Schlüssel? Na, da bin ich mal gespannt, ob wir wegrennen können. Ob ich überhaupt eine Waffe oder sonst irgendwas habe, ich habe keine Ahnung. Auf was ich mich hey, da gerade eingelassen habe. Hey, Hazem, look at the fat Patrick, very fat. Very fat, stop. Oh, der hat SpongeBob erschossen. Do you want to say something? Möchtest du etwas sagen? Nein. Er hat SpongeBob erschossen. Ich bin gerade sprachlos. Was
Was ist das für ein krankes Game? Patrick, was ist los mit dir? Bekomme ich eine Antwort? Und wie komme ich jetzt hier raus? Kill Patrick! Ich will ihn eigentlich gar nicht erschießen, aber er hat ja auch die anderen alle erschossen. Wie mache ich das? Wie nehme ich die Waffe erstmal auf? Das ist ja das Nächste. Wie nimmt man eine Waffe auf, die auf dem Boden liegt bei dir, Patrick? Oh! Kill Patrick. Ja, frag mich nicht. Ich habe sogar ein Feuerzeug. Ja, und bei Inventar schießen. Ich bin gerade etwas überfordert. Etwas überfordert, weil ich habe keine Ahnung, wie ich an meine Kanone rankomme. An meine Waffe. Jetzt kommt er. Kann ich auch wegschmeißen. Ich kann gar nichts machen. Wie komme ich an meine Waffe ran? Wie komme ich an meine Waffe ran? Hilfe! Ich will nicht sterben. Ich will nicht, dass Patrick mich erschießt. Keine Ahnung. Geht nicht. Wir lassen es jetzt auf drauf ankommen. Was war jetzt? Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Vielleicht... Muss ich nicht verstehen. Nee, ich darf nicht sterben. Ich muss ihn umbringen. Kill Patrick. Jetzt kommt Kill Patrick. Kill Patrick. Kill Patrick. Okay. Aber Kill Patrick. Oh. Jetzt muss ich erstmal wieder an diese Kanone rankommen. An diese Waffe. Oh, das ist eine Herausforderung. Wie erschieße ich ihn? Kann mir das jemand sagen? Ich habe tatsächlich gucken müssen. Es ist die Taste 1. Mit der Taste 1 erschieße ich ihn. Mit der Taste. Ich komme. Ich habe gerade Patrick erschossen. Ich habe gerade Patrick erschossen. Aber ich hätte gern ein bisschen mehr Hintergrund gehabt. Das Spiel ist krank. Warum hat er das gemacht? Warum den lieben SpongeBob, seinen besten Freund? Okay. Also ganz schön buggy das Spiel. Mal was anderes. Mal etwas Erfrischendes, aber trotzdem sehr verstörend. Mit vielen, vielen, vielen Fragen. Da hätte mehr dahinter sein können. Und zumindest ein bisschen ein kleiner Satz. Wieso, weshalb, warum? Vielleicht stand er ja unter Drogen. Allein ums Geld ging es ja nicht. Er wollte ja mich fürs Geld. Und dann hat er doch alle getötet. Und ich habe ihn getötet. Ich habe Patrick getötet. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch noch was. Eure Hysteria. Bis dann. Tschüss.